Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Willi Simon, die Sternschnuppe. Da ist in den 60er Jahren ein Schmied gewesen, dem hatte der Schalk aus den Augen geschaut. Wie nun in den Jahren die Zeitungen gar nicht aufgehört haben, immer wieder von den Sternschnuppen zu berichten, hat unser Schmied gedacht, so ein Donnerkiel von Sternschnuppe fehlt uns gerade noch, und hat an einem Vormittag eine glühende Schlacke vom Ofen genommen und auf die Wiese hinter seiner Schmiede geworfen. Dann ist er durchs Dorf gelaufen und hat allen, die es hören wollten, erzählt, da sei am helllichten Tage so ein glühend Ding vom Himmel gefallen und mitten auf seine Wiese. Wer es nicht glauben wolle, der solle nur hingehen, da könne er sich ja selbst überzeugen. Dann hat das ganze Dorf andächtig vor der Schlacke gestanden und der Lehrer hat mit dankbarer Stimme gesagt, ja, ja, eine richtige Sternschnuppe. Sie raucht sogar noch.